So, und weiter geht's bei Let's Play Moto GP 2013 und zwar heute in Le Mans in Frankreich. Ja, und zwar heute mit dem Qualifying an diesem Samstag Mittag. So, wieder 50% und schwer. Los geht's. So, Monster Energy Grand Prix de France. Hallo aus Le Mans. In der Boxengasse herrscht schon ein geschäftiges Treiben. Vor allem, glaube ich, bekannt. Minuten, bis die Rennleitung das Qualifying startet. Wegen dem 24-Stunden-Rennen aktuell guten Eindruck von Le Mans. Ende des Tages können wir uns über gutes Wetter. Genau. So, hier machen wir. Nee, mit dem Tempo. Genau hier. Okay. Auf zur Strecke. Ach, fahren wir gleich mal raus. So. Okay, doch, passt schon. Ist schon die richtige Perspektive. Ihr könnt immer noch entscheiden, welche Perspektive ich nehmen soll. So, geht's hier lang? Hier geht's so lang. Ich bin in Le Mans im MotoGP noch nie gefahren, also Neuland für mich. So. Und wie gesagt, schreibt mir immer noch in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man oder ob der DLC schon, dieser kostenlose DLC schon verfügbar ist. Wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und wenn der verfügbar ist, gerne auch mit Download-Link. So. Wow. Ja, dadurch, dass ich die Rennstrecke jetzt nicht kennen, wir jetzt natürlich schwieriger. Okay, die kann man eigentlich in einem Zug fahren. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wow, hier eine schnelle Kombination. Eine schnelle Links-Rechts-Kombination. So, und hier ja jetzt erst abbiegen. Also jetzt erst. Nicht schon früher. Weil ich wäre fast vorhin bei der anderen Abschnitt, beim anderen Abschnitt abgebogen. So, nur 14, da ist natürlich nicht gut. Naja, für das, dass ich das erste Mal diesen Kurs hier gefahren bin, ist es ja ganz passabel. Ihr treibt es uns weit raus, aber das ist jetzt erstmal egal. Einfach mal die Strecke kennenlernen. Und mit der Moto 3 sind dann noch Fehler, kleine Fehler erlaubt. So, und das war doch dann jetzt die Kurve, die man vollziehen kann. Sprich, in einer Lenkbewegung. Fast, ja fast. Sondern jetzt kommt diese
Schnelle Links-Rechts-Kombination, glaube ich. Okay, die wir schon mal hier verfehlt haben. Und das kostet natürlich jetzt wieder Zeit. Jetzt stecken wir im Verkehr fest, also fahren wir hier einfach mal gekonnt vorbei. Okay, das geht natürlich eigentlich nicht. So. Was sagt die Zeit? Platz 7. Muss mehr kommen. So. Da kann man ja wirklich voll fahren eigentlich. Boah. Okay, aber hier müssen wir dann wirklich früh bremsen. Sonst stecken wir da wirklich im Kiesbett fest. Okay. Ja, ist natürlich jetzt keine Bestzeit, das ist mir auch klar. So, und jetzt kommt wieder diese lange, langgezogene Kurve. Haben wir auch nicht erwischt. Naja. So, jetzt schauen wir, jetzt gehen wir doch nochmal zurück zur Box. Und spulen ein bisschen vor. Wie geht das? F4. Jetzt muss ich schauen, wo F4 ist. Da. So, 5 Minuten vor Schluss, das reicht. Und dann gehen wir schnell zur Teambesprechung. Das herauskommen. Ja, das meine ich aber gar nicht. Ja, ich glaube, wir sind eh mit dem Platz zufrieden, also können wir auch weitermachen. Wir sind auf Platz 8, naja, ist doch noch ein Platz verloren. So, unser Kai Rudin, unser Rival, ist auf Platz 4, den können wir eigentlich wieder schlagen. Letztes Mal haben wir es ja von Platz 16 auch geschafft. Dann sage ich, wir sehen uns dann morgen im Rennen. Haut rein, bis zum Start, tschüss, euer Klipperty.